Wie bekommen eigentlich entflohene Insassen aus Azkaban ihre Zauberstäbe zurück? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über das Azkaban-Gefängnis, die Todesser und auch Zauberstäbe. Azkaban, ein Gefängnis in einer unbekannten Region der Nordsee, hat im Laufe der Geschichte einige der gefährlichsten Hexen und Zauberer der Zaubererwelt in seinen Mauern eingesperrt. Hier werden magische Menschen für ihre Verbrechen gegen die Zaubererwelt bestraft, isoliert und bewacht von Dementoren in einer düsteren Festung. Bevor Azkaban errichtet wurde, waren diese Verbrecher in verschiedenen Gefängnissen im ganzen Land untergebracht. Doch als das Ministerium erkannte, dass es die isolierte Insel nutzen konnte, änderte sich das ganz schnell. Wer dorthin verurteilt wurde, verlor nicht nur seine Freiheit, sondern, und das ist das Thema des heutigen Videos, auch all seine Besitztümer, einschließlich seines Zauberstabs. Wir haben Geschichten gehört von unseren Lieblingscharakteren, die zu Unrecht nach Azkaban geschickt wurden, darunter Hagrid, der fälschlicherweise beschuldigt wurde, die Kammer des Schreckens wieder geöffnet zu haben. Und natürlich Sirius Black, der fälschlicherweise der Tötung von Pettigrew, der Unterstützung von Voldemort und dem Verrat an den Potters beschuldigt wurde. Azkaban war auch die Heimat von vielen Todessern wie Igor Karkaroff, Lucius Malfoy und Bellatrix Lestrange zu verschiedenen Zeiten natürlich. Letztendlich wurden alle genannten Hexen und Zauberer aus Azkaban entweder durch Flucht oder durch Entlassung freigelassen. Eine Frage, die sich stellt, ist, wie sie ihre Zauberstäbe danach zurückerhalten haben. Als Hagrid aus Hogwarts verwiesen wurde, damals als Kind, wurde sein Zauberstab zerbrochen. Warum erhalten also die Verbrecher ihre Zauberstäbe zurück und das auch noch in einem intakten Zustand? Die vermeintliche Unmöglichkeit, aus Azkaban zu entkommen, könnte ein Grund sein, warum die Zauberstäbe nicht zerstört wurden. Dennoch bleibt die Frage, warum sie unversehrt zurückgegeben werden. Was könnte der Grund dafür sein? Lasst uns das mal genauer betrachten. Ein wesentlicher Punkt, der auf jeden Fall angesprochen werden sollte, ist die Schwere der Strafe in Azkaban. Wenn ein Zauberer nur für eine begrenzte Zeit verurteilt wird und keine lebenslange Strafe erhält, bleibt sein Eigentum, insbesondere sein Zauberstab, unzerstört. Igor Karkaroff, Sturgis, Pottmore und andere erhielten ihre Zauberstäbe zurück, nachdem sie ihre Strafe abgesessen hatten. Offensichtlich gibt das Gefängnis die Zauberstäbe zurück. Aber was passiert mit den Zauberstäben, wenn ein Gefangener flieht? Was ist mit den Zauberstäben von Bellatrix Lestrange und auch Sirius Black? Einige spekulierten, dass entkommene Gefangene einfach neue Zauberstäbe erworben hätten. Doch Hermine widerlegt diese Annahme in den Heiligtümern des Todes. Aber genau das meine ich. Das ist der Zauberstab, der Nevilles Mutter und Vater gefoltert hat. Und wer weiß, wie viele andere Menschen noch. Das ist der Zauberstab, der Sirius gehört hat. Ich vermisse meinen Zauberstab. Dies deutet darauf hin, dass Bellatrix ihren ursprünglichen Zauberstab besaß. Es gibt mehrere Antworten darauf, auf diese Frage, warum sie den Zauberstab überhaupt hatte, wenn sie für lebenslange Zeit in Azkaban eingesperrt wurde. Die erste Theorie besagt, dass die Zauberstäbe im Gefängnis unversehrt aufbewahrt werden, bis die Gefangenen freigelassen werden. Im Fall von Bellatrix Lestrange oder Sirius Black waren sie möglicherweise vorsichtig genug, ihr Eigentum vor ihrer Entlassung abzuholen. Die zweite Theorie ist, dass die Zauberstäbe an die Familie oder die nächsten Verwandten übergeben werden. In Bellatrix' Fall wäre der Zauberstab möglicherweise an die Malfoys gegangen, die sicherlich bereit gewesen wären, ihn zurückzugeben. Im Fall von Sirius ist es auch möglich, dass er seinen Zauberstab nie zurückgehalten hat und sich nach seiner Flucht aus Azkaban einfach einen Zauberstab von einem Mitglied des Ordens ausgeliehen hat. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die mögliche magische Bindung zwischen Zauberer und Zauberstab. Ein Zauberstab wählt seinen Besitzer und bildet eine einzigartige Verbindung. Wenn dieser Besitzer eingesperrt wird, könnte es sein, dass der Zauberstab instinktiv darauf wartet, wieder mit ihm vereint zu werden. Diese Bindung könnte stark genug sein, dass der Zauberer seinen Besitzer findet, sobald er entkommen ist oder freigelassen wird. Bellatrix und Sirius Fälle könnten diese Theorie unterstützen, da ihre Zauberstäbe sie nach der Flucht offenbar nicht verlassen haben. Zusätzlich könnte das Zaubereiministerium bestimmte Protokolle haben, um Zauberstäbe von Gefangenen zu verwahren und sicherzustellen, dass sie nach einer legalen Entlassung zurückgegeben werden. Dies wäre ein weiterer Beweis für die bürokratischen Strukturen, die selbst in der Zaubererwelt existieren, um einen geordneten und gerechten Umgang mit den Besitztümern der Gefangenen zu gewährleisten. Schlussendlich bleibt die Frage nach der Handhabung der Zauberstäbe von flüchtigen Gefangenen ein faszinierendes und komplexes Thema,
dass viele Aspekte der magischen Rechtsprechung, der Beziehungen zwischen Zauberern und ihren Zauberstäben und der Organisationsstrukturen der magischen Gesellschaft berührt. Ob durch magische Bindungen, bürokratische Protokolle oder familiäre Unterstützung, es scheint, dass die Zauberstäbe ihrer ursprünglichen Besitzer oftmals treu bleiben und zu ihnen zurückfinden, selbst in den dunkelsten Zeiten. Diese Betrachtung bringt uns auch dazu, über die Rolle von Zauberstäben in der Identität eines Zauberers nachzudenken. Ein Zauberstab ist mehr als nur ein Werkzeug. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeit und der magischen Fähigkeiten seines Besitzers. Die Tatsache, dass Zauberstäbe bei der Rückkehr ihrer Besitzer so wichtig sind, unterstreicht, wie tief diese Verbindung eigentlich wirklich geht. Interessanterweise könnte die Rückgabe der Zauberstäbe nach einer Entlassung auch als Akt der Rehabilitation betrachtet werden. Es gibt dem entlasteten Zauberer die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen und seine Magie wieder verantwortungsvoll einzusetzen. Diese Geste könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Zaubererwelt trotz der Strenge und Härte von Azkaban an die Möglichkeit der Wiedergutmachung und an einen Neuanfang glaubt. Insgesamt zeigt die Geschichte von Azkaban den Todessern und ihren Zauberstäben die vielen Schichten und Komplexitäten der magischen Gesellschaft auf. Sie wirft Fragen zu Recht und Gerechtigkeit, Macht und Kontrolle sowie die zu persönlicher Identität und Rehabilitierung auf. Diese Themen bleiben für immer relevant, nicht nur in der magischen Welt, sondern auch in unserer eigenen. Aber was denkt ihr darüber? Habt ihr euch jemals gefragt, was mit diesen Zauberstäben von den Gefangenen passiert ist oder wie sie zurückbekommen haben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.